Ja, herzlichen guten Nachmittag, Samstagnachmittag. Meinen Namen haben Sie schon gehört. Sie haben jetzt die Zeit mit mir sich geplant und ich hoffe, sie wird für uns in gewisser Weise vergnüglich und lehrreich, weil wenn es vergnüglich ist, ist es meistens lehrreicher, als wenn es nicht so ganz vergnüglich ist. Dabei möchte ich zuerst Ihnen danken, dass Sie gekommen sind, denn es ist für Menschen immer, jedenfalls für mich, sehr schön, dass es Menschen gibt, die das gern hören möchten, was ich zu sagen habe, was ich jedenfalls glaube zu sagen zu haben. Das ist ja nicht selbstverständlich, nicht? Man denke an zu Hause oder so. Es ist nicht so, dass immer die Leute gern das hören wollen, was man meint, man müsste sagen. Hier ist es anders und das ist eine große Freude für mich und in diesem Sinne möchte ich Ihnen danken, schon vorab. Nun, ich habe ein Thema bekommen, das mich schon länger beschäftigt und das die Gesellschaft sehr stark beschäftigt, ist das Thema Burnout. Und darüber wollen wir ein wenig reden. Es wird einer berichtet, ich habe meinen Beruf mit so viel Freude, Elan und innerer Überzeugung begonnen und nun muss ich immer mehr erkennen, wie ich mich verändert habe. Ich kann mich nicht mehr erholen, bin überlastet und gereizt. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, werde zunehmend vergesslicher. Es erschreckt mich selbst, wie ich manchmal mit meinen Kollegen und mit meinen Mitmenschen umgehe. Auch habe ich häufig Schlafstörungen und fühle mich zunehmend antriebslos, traurig und irgendwie innerlich leer. Ich kann die Arbeit nur noch mit letztem Kraftaufwand bewältigen. Längst habe ich keine Kraft mehr, Freunde zu besuchen und die Familie leidet unter meinem Zustand. So kann ich nicht mehr weitermachen. Ein anderer: Als ich zu Ihnen kam, fühlte ich mich müde und planlos, in gewisser Weise bodenlos. Ich war nicht in der Lage, klare Gedanken zu fassen, habe aber im Außen immer noch wunderbar funktioniert. Es fehlte der Sinn und die Kraft für einen klaren Weg. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu mir. Ein anderer: Ich merke, dass es immer wieder anfängt, wenn mein Humor in Zynismus übergeht. Und ein letztes Zitat, Tim Mälzer: Die Diagnose ist für mich akzeptabel. Meine Damen und Herren, ich glaube, das, was ich Ihnen eben von Betroffenen berichtet habe, macht deutlich, dass wenn man davon betroffen ist, ist das eine schlimme Sache und es geht einem wirklich schlecht. Insofern haben alle Betroffenen mein Mitgefühl. Zugleich zeigt das auch oder eröffnet das die Aufgabe, sich zu fragen, gibt es Strategien, gibt es Möglichkeiten, dass man da gar nicht erst hinkommt? Besser als wenn man nur fragt, wie komme ich wieder raus, wenn ich drin bin. Wenn einer wirklich drin ist, kommt er alleine eben nicht mehr raus, da braucht er Hilfe. Aber wir alle, wenn wir nicht drin sind oder noch nicht, haben Möglichkeiten und können jetzt Dinge dafür tun, dass uns so etwas nicht trifft. Ich merke, es ist warm hier drin, ist das richtig? Geht es Ihnen auch so? Hätte ja sein können, dass Ihre Anwesenheit mir so warm macht, aber das wird es vielleicht auch sein. Ich weiß nicht, ob wir da hinten nicht vielleicht das Fenster offen lassen könnten oder zumindest die Tür, dass wir... Ist es zu laut? Okay, dann müsste man vielleicht... Kann man die anmachen? Weil ich glaube, wenn wir hier in der ganzen Runde noch eine Stunde sitzen, dann sparen wir uns den Saunagang, das wollen wir ja nicht. Es soll ja... gemütlich sein. So, um nun Strategien, wie das Thema heißt, wie man sich davon befreit, wie man es vermeidet, sich davon befreit, um dieses Thema überhaupt angehen zu können, haben die Götter wie immer vor die Lösung, die Durchsicht oder die Diagnose gestellt. Das heißt, ich werde mich in meinem Vortrag mit diesen Themen, jetzt muss ich gucken, dass ich mit der Technik zurechtkomme, Sie sehen, ich bin schon etwas älter, da ist man nicht mehr ganz so bewandert. Ich werde mich damit beschäftigen, was der Begriff meint, und zwar unter dem Aspekt der praktischen Bedeutung. Und dabei werden Sie dann auch merken, dass es sehr spannend ist, dass die Sprache uns unglaublich viele Hinweise gibt, wenn wir sie genau betrachten und genau hinhören. Ursachen und Risiken, also der innere und der äußere Nährboden, damit so etwas entstehen kann, und wie die Beschwerden und wie es sich im Verlauf
damit verhält. Nächster Punkt, wie man wieder herauskommen kann, was für Behandlungsansätze wir haben. Und da kann ich schon gleich vorbeugend sagen, dass Sie wissen, womit ich mich nicht beschäftige. Ich beschäftige mich mit den Behandlungsansätzen, die wir in der Psychopädie haben, beziehungsweise die sich damit beschäftigen, was der Mensch bei sich ändern kann, um aus dem Zustand herauszukommen. Das folgt einer einfachen Erkenntnis, die ich an dieser Stelle gleich sagen kann, nämlich der Erkenntnis, dass das Ändern des Außens eine mühevolle Angelegenheit ist, in der Regel vergeblich und oft sogar das Gegenteil bewirkt, aber auf jeden Fall nicht das Problem grundlegend löst. Viele Behandlungsansätze heutzutage setzen im Außen an und sagen, wir müssen also da die Rahmenbedingungen verändern, wir müssen die Menschen aus dem Rahmen rausnehmen und so weiter, dann wird es besser. Die Schwierigkeit ist halt immer, wenn ein Mensch bestimmte Strategien für sein Leben hat und sie nehmen ihn aus einer Drucksituation heraus, dann wird es ihm gut gehen und er wird die Strategien beibehalten. Jetzt kommt er wieder in die Drucksituation, dann wird er feststellen, es geht wieder genau den gleichen Weg, den Bach runter. Insofern ist es eben die Frage, wie nachhaltig ist das, was ich tue? Die Fragen, was kann man vorbeugend tun? Und da hatte Frau Klinger ja schon von dem Verein gesagt, wir bieten Möglichkeiten an, wie man eben insgesamt seinen Umgang mit sich, mit dem Nächsten und mit Gott und der Welt so gestaltet, dass man etwas entwickelt, was heute neumodisch Resilienz heißt. Kennt jemand den Begriff Resilienz oder soll ich ihn kurz erklären? Es ist also ganz in, es gibt ganz neue Bücher wieder dazu und so. Es ist ein alter Wein in neuen Schläuchen oder so, sage ich immer gern. Resilienz bedeutet, die innere Widerstandsfähigkeit zu haben. Das heißt also, dass man innere Stärke entwickelt, um mit den sich verändernden Gegebenheiten so umzugehen, dass sie einen nicht beschädigen. Das ist grob gesagt Resilienz, also Widerstandskraft, sowohl körperlicher wie auch seelischer und sonstiger Sicht. Und man ist heute, das ist das Moderne, man sagt, wir müssen überall Maßnahmen machen, den Menschen die Resilienz zu stärken, dann sind sie nicht mehr stressgefährdet, da kommt, ist der Begriff häufig verwendet, Stressresilienz, dann kann Stress sein, wie er will. Es perlt an mir ab, ich bin resilient. Dann zu guter Letzt ein erfreulicher Punkt, aber das werde ich nicht vorher verraten, ein erfreulicher Punkt, wie die Erfolgsaussichten sind. Der Professor Joachim Bauer, den kennen Sie vielleicht alle von dem Buch her, Das Bauchhirn, ein Neurobiologe, das ist heute sehr in, Neurobiologie befasst sich mit dem, was in dem Nervensystem passiert, während wir Gefühle haben oder sich Gefühle ändern und so weiter, sehr spannend. Er hat das sehr schön gesagt, besonders fatal ist der Verlust der persönlichen Wertschätzung für sich selbst. Sie merken also schon etwas ganz Charakteristisches, jemand, der einen Burnout hat oder auf dem Weg dazu ist, verliert die eigene Wertschätzung. Auf gut Bayerisch, er hält von sich immer weniger. Die Betroffenen haben den Glauben an sich selbst verloren. Das ist ja auch eine tragische Geschichte, wenn Sie sich mal überlegen. Jeder kann sich selbst mal fragen, was wäre eigentlich, wenn ich nicht mehr an mich glauben könnte? An wen könnte ich denn dann überhaupt noch glauben? Glaube ich, ganz interessant, ne? Also das sollten wir nicht tun. Die Neurobiologen sagen dann, im Rahmen von Burnout kommt es zu messbaren Veränderungen in bestimmten Hirnarealen, die denen der Depression und unter Dauerstress ähneln. Das heißt, man kann also das, was man früher aus der Kommunikation und aus der Psychologie gesagt hat, heute auch tatsächlich biochemisch nachweisen, dass diese Dinge stattfinden und dass da auch tatsächlich Veränderungen stattfinden und die unter Umständen auch dauerhaft sind. Eine wichtige Aussage fand ich, die objektiv messbare Belastung führt nicht unbedingt zu Burnout. Das heißt, auch Burnout ist eine individuelle Geschichte. Kleiner Ausflug zu Stress.
Man sagt, in einer Firma gibt es zu viel Stress. Also machen wir ein Programm zur Stressreduktion in der Firma. Wenn wir vorher die Leute, die Mitarbeiter befragen, wer von ihnen erlebt in der Firma zu viel Stress, dann werden das nicht 100% sein, sondern vielleicht 50-60%. Und wenn Sie nun das Außen so verändern, dass hier die Stressoren sozusagen deutlich verringert werden, dann geht es den Leuten, die bis dahin gestresst waren, besser. Ja, weil die haben da den Druck jetzt angenehm. Aber diejenigen, die vorher die Situation als normal empfunden haben, die kriegen jetzt Stress, weil sie gelangweilt sind. Ja? Das heißt, es ist also eine ganz schwierige Sache, was da im Moment so im Gange ist, wenn man das für Unternehmen macht, eine individuelle Sache sozusagen zu generalisieren. Und das gilt im Prinzip auch für Burnout. Also eine Burnout-Prophylaxe durch Veränderung des Betriebsklimas und all dieser Dinge hat aus meiner Sicht keine so großen Chancen, weil sie eben nicht alle so trifft und vor allen Dingen für jeden irgendwie doch anders stattzufinden hat. So, weiter. Ja, der Begriff. 1974 ist der Begriff Burnout erstmalig beschrieben worden von einem Psychoanalytiker aus New York, der Herr Freudenberger. Herr Freudenberger befasste sich mit Krankenschwestern und Sozialarbeitern, also Menschen, die in dem Helfenden im Sozialberufsbereich tätig waren. Und er entdeckte da, dass überdurchschnittlich häufig Menschen diese Symptome, diese Geschichten wie ein Burnout zeigten. Und Burnout bezeichnet eben eine bestimmte Art und Weise des in der Welt sein des Menschen. Wir werden sehen, was das ist. Eine Kurzdefinition oder die Übersetzung heißt ausgebrannt sein. Burnout, ausgebrannt. Und ausgebrannt sein, das ist ja nun wieder logisch. Kann man eigentlich nur, wenn man vorher gebrannt hat, oder? Aber so richtig ausgebrannt ist man ja eigentlich nicht, wenn man wie so eine Kerze so ganz gemütlich vor sich hin flackert und irgendwann erlischt sie. Da wird man nicht auf den Gedanken kommen, die Kerze ist ausgebrannt, nicht wahr? Aber wenn Sie jetzt die Kerze rechts und links und vielleicht noch in der Mitte anzünden, dann gibt sie eine helle Flamme, aber ist relativ schnell ausgebrannt. Und dieses Wort und diese Geschichte ist symptomatisch für den Menschen, der sich in einer Burnout-Situation befindet. Nun, ich habe hier ein paar Beispiele aufgelistet, die will ich kurz erläutern. Kerze, hatte ich gesagt. Bank. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle kein Burnout bei Ihrem Bankkonto kennen. Was heißt ein Burnout beim Bankkonto? Das heißt schlicht und ergreifend ein Zustand, der sich einstellt, wenn Sie kontinuierlich mehr ausgeben, als Sie einnehmen. Dann werden Sie irgendwann dort sein und wenn Sie das relativ in größerem Stil machen, dann werden Sie erleben, dass das heftig ist, das Burnout, und Sie eigentlich nur noch mit einer Privatinsolvenz oder sonst etwas da herauskommen. Genauso kann man sagen, ein Ofen. Wann ist ein Ofen ausgebrannt? Na gut, ja. Aber vorher hat man schön mit kochen können oder was weiß ich. Alles irgendwo eine gleiche Sache. Dann gibt es noch das Berühmte für die Motorradfahrer unter Ihnen. Die kennen das oder Motorsport. Burnout, nicht? Was ist das? Da fährt einer auf dem Reifen, dass es qualmt, dass der so innerhalb im Stand schon nach kurzer Zeit kein Profil mehr hat und sozusagen ausgebrannt ist. Alles die gleichen Dinge, also viele große Wolke, nicht? Da sehen Sie, da qualmt das gewaltig. Ich habe das mal gesehen, wie sowas ist, da haben Sie hier bei Mercedes das mal gemacht, der Bernd Mailänder, also ein Profifahrer, der hat einfach mal mit so einem Renn-Mercedes mal Gas gegeben, im Stand, ohne dass sich das Auto bewegt hat. Da standen Sie in einer blauen Wolke. Ja, das ist eben, macht viel Wind, aber dann ist eben danach nichts mehr da, nicht zu gebrauchen. Und dann gibt es noch etwas, das ist ein anderes Phänomen und auch das kann man manchmal erleben oder vielleicht als Außenstehender erlebt man das. Soll ich es Ihnen abnehmen? Kommen Sie. Ja.
machen ja mit, dass das bei Menschen auch so geht. Sie belasten einen Stromkreis und belasten den und es geht ja alles gut. Und dann hängen wir noch ein Gerät an, hier noch eine Waschmaschine, da vielleicht noch eine Herdplatte und so weiter. Und irgendwann macht das Peng und dann sagen wir, da ist die Sicherung durchgebrannt, nicht? Eine durchgebrannte Sicherung ist auch eine ausgebrannte Sicherung. Das heißt, es kann durchaus so sein, und das war das, was der eine Betroffene hier beschrieben hat. Alle Menschen waren der Meinung, der funktioniert ja prima. Okay? Aber eigentlich war der gar nicht mehr da. Der war so, das ging noch, und Gott sei Dank ist er zu dem Zeitpunkt gekommen. Wenn es noch ein bisschen weiter gegangen wäre, dann wäre er eben am Arbeitsplatz zusammengebrochen sozusagen. Und dann, je tiefer man drin ist, desto schwieriger ist das Herauskommen. Zusammengefasst, wie aus enthusiastischen Machern langsam resignierte Zuschauer oder Opfer werden. Das ist der Burnout-Weg. Sie können sich jetzt natürlich auch vorstellen, wer davon besonders betroffen ist. Das sind besonders betroffen Menschen, die Berufe mit viel Idealismus wählen. Jetzt wundert Sie natürlich nicht, dass es eine Menschengruppe gibt, die ich hier besonders lobend erwähnen möchte. Meist geschieht das ja nicht, aber ich möchte es ausdrücklich tun. Das sind die Lehrer, nicht? Ich nehme an, und die Lehrer, die ich kenne, die Studenten, die Lehrer werden wollen, sind voller Enthusiasmus und engagiert und möchten gern. Und dann kommen sie in die Schule und dann passieren lauter Dinge, die ihren Elan ins Leere laufen lassen, die ihr Engagement nicht zu dem Ergebnis führen lassen und die dann eben tatsächlich dazu führen, dass sie das sagen, was ein Burnout-Betroffener sagt: Ich kann machen, was ich will, es führt doch zu nichts.